Heute will ich euch mal Reaper zeigen bei Let's Play Overwatch. Und zwar hat er seine Kuh Totentanz, fügt allen Gegnern in der Nähe Schaden zu. Schattenschritt teleportiert zu einer Zielposition, macht dich unverwundbar und erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, unterbindet aber deine Angriffe. Die 1 ist eine Schrotflinte und sammelt Seelenkuchen, um Trefferpunkte wiederherzustellen. Ja, das ist der Reaper und hat eigentlich die geilste Synchro im Spiel bisher, muss ich so sagen. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Hey. Danke. Also er ist lästig einfach. Welche letzten Worte? Hey. Da, mit dem kann man schon ein gewisses Style-Punkte abgreifen. Bereit für den Danke. Wie gesagt. Was ich auch geil finde, wenn er nachlädt. Der lädt nicht nach, nein. Er lässt einfach seine Waffen fallen und nimmt sich neue. Bam! Das ist halt richtig, richtig Stylo Milo. Wie gesagt, hier, das ist dann, man ist kurz unverwundbar, schneller und dann geht's wieder weiter in den Kampf. Und man kann sich eben teleportieren. So, habe ich schnell mal ausgeschaltet. Unverwundbar und weiter geht's. Auch das lief ganz gut. Bisschen geschoben. Und wie gesagt, durch diese Teleportationsfähigkeit kann man halt auch an Stellen, die vielleicht der Gegner erstmal nicht erwartet. Das ist halt ein riesen Vorteil. So, da unten wird weiter vorgepusht. Und jetzt hier ein bisschen schnellere Fähigkeit wegen dem Support, den wir da in der Nähe hatten. Scharfschütze, bleibt in Bewegung! So, und weg. Und verwundbar. Das war die Ultimate. Ah, und da bin ich aber hier reingelaufen. In die Raketen. Da hat sie aber auch gesehen, dass ich natürlich komme. Also das war ein einfacher Kill. Da oben geht's gut rund. Mal schauen, wo. Ich glaube, da oben ist eine. So, Gott sei Dank, das war gerade noch so, dass die. Ah, hat er mich gesehen. Ah, ich wollte gerade noch in Verwundbar gehen. Aber da im 1v1 ist er stark, Bastion. Sieht man, macht gut Schaden. Hält meine halt auch nicht viel aus. Ist mein
Ja, wo will ich? Nee, da wollte ich nicht hin. Ultimate wäre schön. Oh, jetzt haben wir unsere Heilungsfähigkeiten. Ach Mist, jetzt hätte ich die Ultimate, jetzt hätte ich sie. So, und jetzt mit schneller Geschwindigkeit gerade eben noch. Aber die Runden brauchen alle so ein bisschen. Das ist alles normal. Ach Gott, jetzt kam da der Fette noch. Ich hatte eigentlich gedacht, schön, den hier drin, hier den einen holen. Aber naja, dann war der andere auch noch neben mir. Das geht dann natürlich nicht gut. Ich habe die Farce. Ne, da ist ein Geschütz. Erinnert ihr euch an dieses Geschütz? Ich auch nicht. So, und jetzt? Jetzt wird's massiv. Verstanden. Ersten eliminiert. Zweiten weggemacht. Weg mit dir. Ultimate-Fähigkeit von Bastion. Auch er weg. Und das Ding reingeschoben, oder? Noch nicht ganz. Wo ist er? Wo ist er? Ah, und jetzt natürlich wurde mir danach gegangen. Aber wir haben jetzt gut weiter geschoben, schieben können. Das ist mein Fluch. Die Fracht ist auf dem Weg. Er schätzt voraus. Viel fehlt nicht mehr. Ah, ich dachte, ich kann mich hier in der Mitte mal schnell mal die Ultimate hier großartig zünden, aber naja, Bastion da hinten im Eck, der hatte damit wohl ein Problem. Aber das Team läuft gut weiter. Drücken da ordentlich. Ah, da ist es dann doch. Ah, Mensch, überall. Da waren es doch zu viele noch. Schade, schade. Hat jetzt auch nicht erwartet, dass die dann so stark noch nachgehen, um ehrlich zu sein. Hatte gehofft, die sind da so ein bisschen mehr mit sich beschäftigt. Aber wir sind jetzt hier gleich recht gut. Zusammen. Dementsprechend. Wow, 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 wow.
mit dir. Na, das Geschütz ist da sehr, sehr nervig. Nein, so wenig. Also die Ultimate-Fähigkeit gibt es bei anderen Gegnern deutlich, deutlich stärkere. Oder bei anderen Charakteren. Zehn Sekunden noch. Aber jetzt werden wir halt unkoordiniert. Der Gegner hat sich hier aufgebaut. In die Verlängerung gerettet. Ja, aber ob die Verlängerung das jetzt noch ausreizt. Auf jeden Fall muss die noch an die Karre ranspringen. Alles andere wäre Quatsch gewesen. Und es war leider dann am Ende eine Niederlage. Schade, schade. Aber trotzdem ein sehr schönes Gefecht. Und ich glaube, man hat den Charakter so ein bisschen besser kennengelernt. Schauen wir uns noch die Aktion des Spiels an. Ich glaube, da war ich wahrscheinlich beteiligt mit einem Death. Ja, da komme ich doch auch schon. Ah, ne. Ja, so, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Overwatch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.